Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Vorstellungsvideo auf meinem Kanal. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier einen kleinen Metalldetektor, einen kleinen Pointer. Das ist dieses kleine Gerät, was ja immer viele Leute verwenden, wenn sie jetzt genauer dann suchen. Sie suchen ja erst mit den größeren und dann mit den kleineren. Dieses Teil möchte ich jetzt einfach mal auspacken und will euch dieses gleich mal vorstellen. Gerade, ich habe mir das Teil bestellt, weil ich ja gerade mal an vielen Ecken und Kanten unterwegs bin, wo ich des Öfteren mal Kleingeld verliere oder beim Auto, wenn ich beim Kollegen an der Garage bin, da ist vor der Garage eine Wiese, da ist mir letztens eine Mutter runtergefallen ohne Schraube und gerade die ganzen Kleinschrauben etc. pp. Das lässt sich dann in einer hohen Wiese sehr, sehr schlecht finden. Oder wie hier in dem Beispiel Sand, ich bin viel auch unterwegs auf Spielplätzen wegen meinem Kind und da verliert man auch des Öfteren mal was. Wenn ich euch dann dazu mal ein bisschen was zeigen soll, euch mal ein bisschen mitnehmen soll, wie das Gerät funktioniert, dann lasst es mich gerne mal wissen. Ich würde dazu dann auch noch ein separates Video noch mal drehen, wie das Teil so ist, wie das Teil nicht so ist. Und ja, kommen wir aber erstmal zu den Unboxing hier in der Form. Wir haben hier den Karton. Da ist auch schon das Gerät. Ist ja ziemlich groß. Ziemlich groß. Und da müsste natürlich da noch einen neuen Voltblock rein. Sieht das schön aus? Müsste da noch einen neuen Voltblock rein. Oder man kauft sich einen Akku. Das kann man dann sehen, wie man das möchte. Ja, das ist das gute Teil. Hier vorne ist auch noch eine kleine Lampe mit dran. Hier ist auch noch eine kleine Lampe mit dran. Und ja, schauen wir dann mal, wie dieses Gerät ist. Was haben wir hier noch hier dran? Na, verfluchtes Messer. Komm da jetzt raus, du. Jetzt ist das raus. Na, was sieht's denn aus? So. Also den ganzen Schmonter hier rausholen. Oh, das ist ein Fuß. Hä? Hä? So, egal. Jetzt haben wir, denke ich mal, alles raus oder auch immer noch nicht. Da ist noch eine Tasche drin. Naja. Hier ist noch eine kleine Tasche mit drin, wo man sich das dann hier an den Gürtel machen kann. Oder hier hinten ist auch ein kleiner Klettverschluss mit drauf. Ja. Hier ist nochmal eine Anleitung, denke ich mal, mit dazu. Metalldetektor. Herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr euch, falls ihr euch das Gerät kaufen wollt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich auch für die Leute, die auf den Link draufklicken und mich dadurch kostenfrei unterstützen. Ja, hier hat man dann auch nochmal eine kleine Bedienungsanleitung dazu. Wie was wo ist. Nochmal einen Clip, damit man das nicht verliert. Ne? Hier kann man dann hier reinklipsen. Und sich an die Hose machen oder an wie auch immer. Aber das für die Leute, die sich ja dafür interessieren, wird das sicherlich selber schon bewusst sein. Ihr seht ja dann nochmal die Sachen auf den Karton, die zeige ich euch nochmal ganz kurz. Mal schauen. Dann schau mal an. Und hier sind nochmal die Karten, die Tasche dazu und das Kabel. Oder besser gesagt, dieses Gummiband. Hier kann man halt, ne? Ja, 360 Grad, geht in jede Richtung, macht dann piep, 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 wenn ihr irgendwo dran seid, kann man einstellen, ob das nur vibrieren soll dann. Kann man dann einstellen, ob das nur vibrieren soll, wenn ihr was gefunden habt oder dann halt ein Signal von sich geben. Und ja, und hier kommt dann sozusagen, kommt hier ein 9 Volt Block rein oder, habe ich jetzt hier Güller erzählt, kommt, glaube ich, normale Batterien rein, oder? Bin ich jetzt hier... Das weiß ich nicht. Ne, ein 9-Volt-Block kommt hier rein. Ein ganz normaler 9-Volt-Block kommt hier rein. Oder ihr kauft euch einfach dann so einen 9-Volt-Block mit Ladegerät. Gibt es, glaube ich, auch. Kann ich auch, glaube ich, mal mit unten verlinken. Ja, und hier könnt ihr dann das hier dran machen. Gib mal her kurz. Ist ja wie Weihnachten. Hier freut sich das Kind ja mehr darüber wie ich. Sorry für meine verschmutzten Hände. Ich bin kein Mensch, ich habe nie große Handschuhe an beim Autoschrauben, trotz dass ich eigentlich so eine schöne Paste habe zum sauber machen. Egal. Auf jeden Fall. Genau, das kann man da reinmachen. Genau. So, und dann kann man
dieses Band dann hier dran machen. Ja, das haben wir natürlich hier noch so drin stehen. Hier hat man noch so eine Bedienungsanleitung hier. Ich denke mal nicht, dass das jetzt für euch interessant ist. Alle. Hier sind aber noch so die wichtigsten Sachen mit drauf. Wenn ihr euch dafür entscheidet, steht ja dann nochmal drauf, einen herzlichen Glückwunsch zu einem handlichen Metalldetektor. Ne? Und da steht das Ganze nochmal drauf hier. Ne? Ja, ich hoffe, euch hat das kleine oder feine Video gefallen. Schreibt mir gerne mal dazu, was wir vielleicht als Test oder was ihr als Test gerne mal sehen wollt. Ich werde dazu dann nochmal ausführliche Videos machen zu diesem Gerät. Wie arbeitet das, wie funktioniert das, was kann man finden, in welche Tiefe. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne unten in die Kommentare auf jeden Fall mit rein. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Hier oben werden dann noch weitere Sachen angeboten. Das ist ja sowieso so ein Allzweckkanal. Hier wird alles hochgeladen und alles gemacht, was mir Spaß und Freude bereitet. Sei es Lost Place, sei es Sachen übers Auto. Fürs Auto habe ich zwar nochmal einen separaten Kanal, aber das ist erstmal am zweiten Blatt. Und Gameplays von Spielen über Livestreams und. Also schaltet da gerne mal ein, wenn ihr Bock haben solltet. Ich würde mich da sehr freuen. Und für ein Abo und für ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Gerne für den Algorithmus was in die Kommentare. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao mit V und bis dann. Ciao. Peace.